Arriba, arriba! Andale, andale! Oder so ähnlich. Moin, moin, den kleinen Schnittchen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge Pete's Meat kocht. Heute machen wir Tacos. Mit einer selbstgemachten Salsa. Und ich habe mich da mal gefragt, weil es gibt ja Tacos und Burrito, Enchilada, Quesadilla. Wo ist da eigentlich der Unterschied? Pete's Meat bildet ja auch. Und ich habe herausgefunden, füllt man Weizentortillas selbst am Tisch, nennen sie sich Fajitas. Frittierte Burritos sind Chimichangas. Gefüllte, gerollte und mit Salsa gratinierte Mais-Tortillas heißen Enchiladas. Sind sie nur gefüllt, gerollt und frittiert, aber nicht überbacken, handelt es sich um Flautas. Tostadas sind flache, belegte Mais-Tortillas in Brotform, heißen die aber auch Chalupas. Weizentortillas mit Füllung, die bereits gerollt an den Tisch gebracht werden, nennt man Burritos. Und entscheidend für heute, gefaltete Mais-Tortillas mit Füllung sind Tacos. Wir brauchen dafür heute folgende Zutaten, die Bram uns jetzt vorstellt. Dafür brauchen wir nämlich Tomaten, die vielleicht auch nicht mehr so frisch sind, wie bei mir. Knoblauch, eine sehr mächtige Schalotte. Limette. Limonensaft, ich habe keine Ahnung. Ist das Limonensaft überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Pepperoni, eigentlich Koriander, aber ich habe mich entweder verklickt oder es gab keinen Koriander mehr, habe ich vergessen. Ich habe Petersilie, obwohl ich lieber Koriander hätte, das kann ich euch sagen. Ich bin sehr traurig. Olivenöl, Taco Shells, dann ganz viele Gewürze, ein Block Cheddar, Tomatenmark, Knoblauch, Zwiebeln. Ich habe noch eine angebrochene und die werde ich noch mit einer Schalotte verbessern. Rinderhack und Eisbergsalat. Und das war's eigentlich schon. Also wir machen jetzt Salsa. Ich finde, der Bram, der hat das diesmal ganz grandios gemacht. Ich bin sehr stolz auf ihn. Tacoschalen, da habe ich tatsächlich mal eine Frage zu, ja? Ich komme ein bisschen groß vor. Aber Christian sagte was von wegen Tortillas, Tacos und alles Mögliche. Und deswegen habe ich mir das hier geholt und hoffe, dass das halt vernünftig funktioniert. Das ist wieder verspricht, aber ich nicht gut finde. Tomaten waschen, putzen, von den Kernen befreien und in Würfeln schneiden. Okay, das ist wahrscheinlich eh schon die Hauptarbeit. Als ob wir da Kerne befreien. Seid ihr verrückt? Du isst häufiger Tomaten. Kann man dieses grüne Zeug nein, essen? Wegschneiden. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, wer war das denn? Das ist ja unmenschlich. Das ist ja wie beim Klo, wenn Toilettenpapier falsch rumhängt. Puh. Und wieder mal hat Super Christian die Welt ein bisschen besser gemacht. Das ist eine Sache, die ich bis heute nicht verstanden habe. Wie zum Fick befreit man eine Tomate von den Kernen? Moment, das ja. Will man doch haben eigentlich, oder nicht? Es ist immer schade, wenn Tomaten entkernt werden. Ich mag die Kerne eigentlich, aber ich verstehe, warum man das bei einer Salsa macht. Die wird dann nämlich sehr, sehr wässrig, glaube ich. Frage ist, wie entkernt man am besten? Mit einem Löffel? Ich mache dann hier immer noch ein bisschen den Strunk ab. Der soll ja angeblich nicht so geil sein. Ich meine, dass er nicht geil ist, ist klar, aber der soll auch krebserregend sein. Deswegen macht man den häufig ab. Normalerweise lasse ich den immer dran, weil ich gefährlich lebe. Mein zweiter Vorname ist Dangerous. Haben wir eine Salsa mal gemacht, auch bei den Wraps, die wir mal gemacht haben, haben wir da eine Salsa? Nee, da haben wir eine Guacamole gemacht, genau. Und was ich auch ganz gerne noch eigentlich reinmache, ist so Frischkäse, so wie da, wisst ihr, so Joghurt oder Frischkäse oder so. Dürfen wir alles nicht im Rezept, ich möchte mich heute strikt ans Rezept halten, ja. Das sind, glaube ich, man soll 400 Gramm nehmen. Ich habe, glaube ich, genau die Hälfte genommen. Das ist ja schon komplett Matsche, weil ich dachte, das reicht. Dann habe ich mehr Fleisch. Also so? Was hat einen Unterschied? Geht gar nicht. Na, du überwachst das Ganze. Ja, ich weiß, du magst Tomätchen, aber da kriegst du nicht so viel von, ne? Warte mal, nee, Tomaten war doch das, was du mal anlutscht und dann wieder ausspuckst. Das ist wie bei Erdbeeren. Auf Erdbeeren ist die total geil. Dann lutscht die da ein bisschen drauf rum und dann spuckt die dir am Teppich. Da war der hintere Finger zu weit vor. Der sollte niemals über die Klaue hinausragen. Macht man auch, kann man was aus diesen Kernen machen? Hätte ich die jetzt behalten können? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist ja doch ein Fehler, dass man die jetzt weggeworfen hat. Vielleicht hätte ich das auch einfach da behalten. Oh, scheiße. Stand gar nicht, dass man die wegwerfen wollte, ne? Ich glaube, wenn ich das bei Flo nicht gesehen hätte, wie der da seine Tomätchen mit dem Löffel von den Kernen befreit hat, dann hätte ich das, glaube ich, sehr viel komplizierter gemacht. Warte mal, jetzt. Ich sehe eine Aufgabe. Ein Mann und ein Häcksler kämpfen gegen das Schneiden. Da wird auch schon jemand ganz aufgeregt. Hallo! Als nächstes die Schalotte, die wie gesagt recht groß ist für eine Schalotte. Ich glaube, ich habe noch nie so eine große Schalotte gesehen. Muss man ehrlich sagen, bei Schalotten, die fällt mir nur ein richtig dummer Witz an. Los Schalotte, gib mir dein Geld. Abgezogen. Okay, lassen wir das.
Oh, guck mal, das sieht doch. Aber wenn das mal nicht klein geschnitten ist, dann weiß ich auch nicht klein gehackt. Oh, ich glaube, wir haben Verluste zugeschlagen. Nee, die ist irgendwie. Bleh. Oder ist die noch. Oder heißt das, dass die noch nicht richtig reif ist, wenn die noch grün ist? Ich habe gerade meine Schalotten, lol, schreibt man die so, haben sich grünbläulich gefärbt. Heißt das, dass die schlecht geworden sind? Okay, die äußerst hilfreiche Antwort auf die Frage, ob man die noch essen kann, ja? Diese Formulierung erinnert an die unsterblichen Worte des römischen Dichters Catull, Glubit Remi Nepotes. Sie schälte die Neffen des Remus, das heißt betrieb mit ihnen Oralverkehr. Da stellt sich natürlich die Frage, wo man so willige Schalotten herbekommt und das sogar im Plural. Die Farbveränderung ist deutlich harmloser als deine pikant kreative Orthographie. Alter, was stimmt denn mit manchen Leuten nicht? Kannst du nicht einfach schreiben, ja oder nein? Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr Knoblauch auspresst? Nehmt ihr dann einfach den Lutschrest, der hier noch drin hängt, einfach mit dabei? Oder sagt ihr, nee, das hat schon einen Grund, dass der da nicht mit rauskommt, der soll nicht in mein Essen rein? Alter, warum riecht der Knoblauch nach Marihuana? 1, 2, 3. Au! Ah! Au! Ah, genau unter dem Fingernagel. Hier guckt aus dieser Schublade, ich dachte, warum geht die nicht zu, gucken genau die Pommes-Dinger hier oben raus. Ich hab keine Ahnung. Koriander und Chili klein und alles da rein. Ein bisschen Chili. Normalerweise sind die großen erfahrungsgemäß nicht so scharf, die kleinen dafür umso krasser. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Kerne sollten eigentlich runterfallen, weil sonst verschwinden die ganz schnell in dem lebenden Staubsauger. Das wäre nicht so gut. Alter, mein Handy ist gleich so voll mit Gewürzen, das kriege ich ja niemals wieder sauber. Olivenöl, natürlich auch Olivenöl, weil sonst wittert ja sowieso nichts. Aber auch das geile Knoblauch-Olivenöl, davon auf jeden Fall so einen Schluck. Wie viel ist eine halbe Chilischote? In Flocken. Okay, ich lasse es erstmal so. Gibt ja die Leute, die Koriander geil finden, Leute, die Koriander hassen. Manche Leute schmecken bei Koriander halt wirklich rein Seife und die können da auch gar nichts für. Und das habe ich zum Glück nicht. Ich mag Koriander. Oder ich mag Seife. So, meine erste Salsa. Sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Jetzt habe ich keine Ahnung, ob die halt zu scharf ist oder nicht. Ziehen lassen und die Flüssigkeiten vor dem Servieren dann ab. So, die Stunde ist jetzt rum. Ich bin ein bisschen verwundert. Irgendwie hat sich da... Das sieht man schlecht, weil sonst schütte ich es voll. Aber es ist halt super viel Flüssigkeit in der Salsa drin. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Backofen auf 180 Grad vorheizen. Okay. Wofür? Kommen die Tacos da rein? Jawohl, die kommen wirklich da rein. Okay, der Rest sollte eigentlich relativ easy sein, denn jetzt brät man im Endeffekt nur noch alles an. Zwiebeln bei geringer Hitze weich, aber nicht braun werden lassen. Oh, warte mal, was? Die gehen davon aus, dass die Zwiebeln schon fertig sind? Was seid ihr für verrückte Leute? Frau Eier ist übrigens auch da, falls sie vermisst. Sie redet nur nicht, obwohl sie immer dabei sein will. Aber sie macht irgendwie dann doch was anderes. Ja, die Frau Eier, du musst auch ein bisschen arbeiten. Irgendwer muss ja Geld verdienen. Habt ihr alle Mikkel Druck gelesen? Alter, hör mir jetzt auf mit diesem Scheißbuch von Mikkel. Zwiebel bei geringer Hitze weich, aber nicht braun werden lassen. Knoblauch zugeben, eine Minute mitbraten. Tomatenmark, Chili-Pulver, der ganze Pulver-Shit. Einrühren. Bei mittlerer Hitze 3-4 Minuten dünsten. Dieser Geruch von gebratenen Zwiebeln ist einfach so unfassbar geil. Zwiebeln kommen bei mir in fast jedes Gericht. Ich mach ganz kurz einen Tee, ist das okay? Nee. Ich mach jetzt dreimal probieren. Nee. Bitte. Hm. Das ist leise, oder? Du hörst es überhaupt? Nö. Dann Tomatenmark, ein Esslöffel. Chilipulver. Paprikapulver, Kreuzkümmel, mein geliebter Kreuzkümmel, davon müssen wir ja nicht so viel tun. Geil, riechen tut schon mal. Und Korianderpulver. Ne, ich habe nur Korianderblättchen. Okay, dann nehmen wir halt ganze Korianderblättchen. Oha! Das war ja ein ganzer Korianderwald. Oh Mann, ey. Und es brennt auch noch alles an, weil, keine Ahnung, wer macht denn sowas? Wer macht denn erst die Gewürze rein und dann... Ach, das ist doch kacke. Oregano, ein Viertel Teelöffel. Ich muss mich echt hardcore beeilen. Wow, ein Viertel Teelöffel? Und hier kommen nur Krümel raus? Ach so, ich kann das ja auch ändern. Ein Teelöffel Zucker. So, Zucker. Nein, das sind Teelöffel und keine Esslöffel. Oh Gott, RIP. Okay, wir machen einfach für 10 Personen jetzt hier die Soße. Hä, da stand doch Esslöffel noch, oder? So, jetzt kann ich nämlich den ganzen... Oh Gott. Sorry. Ich tue schon mal das Fleisch rein. Ich habe das Gefühl, bei dem Fleisch kommt immer mehr Flüssigkeit raus. Dann machen wir den Keller klein.
Hör's mal ab. Was ist das für ein Scheiß? Hä? Geh auf! Alter! Du. Mein Gott, okay, vielleicht haben wir ein bisschen übertrieben. Ich finde tatsächlich 5 bis 10 Minuten kommen mir irgendwie ein bisschen lang vor für einfaches Hackfleisch. Aber das Wasser soll zumindest verdunsten. Ich habe das Gefühl, das ist mehr als fertig. Warum muss ich das 5 bis 10 Minuten machen? Kannst du doch nicht erzählen, dass die nachher nur verbranntes Fleisch essen wollen. Ich möchte an dieser Stelle kurz erwähnen. Meine Pfanne hat einen Himmel. Oh Mann, Alter, heute habe ich auch echt nur Flachwitze drauf. So, und dich tun wir dahin. So, zack, ab in den Ofen. Alexa, setz einen Timer auf 5 Minuten. 5 Minuten, ab jetzt. Tacoschalen bei ca. 125 Grad 15 Minuten erhitzen. Wait, what? 180 Grad ca. 3 Minuten erwärmen. Ja, okay, tatsächlich. Also das war so rum drin. Sollen die einzeln? Ich weiß es nicht. Aber bei 125 Grad 15 Minuten, also packe ich die jetzt mal lieber rein, wa? Alle übereinander, keine Ahnung. Okay, Tacoschalen. Oh shit. Oh Scheiße. Oh Scheiße, das war länger als 5 Minuten, glaube ich. Okay, Schweinger vielleicht. Angericht hat hier verbrannt. Als wäre irgendwas angebrannt. Und dann werden die am Tisch gemacht. Ich glaube, das mache ich aber, wenn ich mir die Uhrzeit so angucke, mache ich das heute alleine. Weil wir können mal fragen gehen. Wie viele Tacos möchtest du denn? Einen. Ah, du isst noch einen? Echt jetzt? Ach krass, okay, hätte ich nicht gedacht. Ihr seht da hinten die Tacos? Ich befülle jetzt mal so einen. Wie heiß ist der eigentlich? Oh, der ist heiß. Kommt der aus dem Ofen? Ja, der kommt aus dem Ofen, das ist krass, ne? Ja, das ist wirklich krass. Was soll denn der Scheiß? Es ist ab, ich weiß nicht, wie soll ich denn jetzt zum Ofen machen? Ja, da tun wir am Ende oben drauf. Ne, tun wir das jetzt. So, nochmal viel klüger. Okay, da war überhaupt nichts klug dran. Da war null, oh, heiß. Heiß und lecker. Wie meinst du? Ein bisschen was hier von meinem Tomatenmatsch, so als Grundlage. Das leckere Hackfleisch, was bestimmt nicht überwürzt ist. Und dann noch fürs Alibi ein bisschen Grün drauf. Diesmal schneide ich das nicht so kaputt, dass man es nicht mehr wieder verschließen kann. Schöner ist natürlich so ein Käse auch, der ist etwas kräftiger vom Geschmack. Ja, vielleicht habe ich ein bisschen voll gemacht. Hast du gerade voll auf mich drauf gefilmt? Nein. Bin ich rot wie eine Tomate? Zwei Minuten weniger ist auch getan für die. Das schmeckt sehr frisch und ist sehr lecker. Oh, was heiß! Alter, ist das heiß. Das kann man halt schon wirklich gut essen. So ein pures Krümelchen hiervon probiere ich einfach mal. Oh ja, viel Gewürz dran. Die Kombination stimmt. Ich finde das gar nicht so bad. Jetzt hat das Ding wenigstens richtig Geschmack und so. Boah. Also, ich gebe eine 8 von 10. Mit dem Fleisch drin, Käse, Knoblauch und so weiter. Ich habe es bei den Weizendingern, die habe ich komplett verkackt. Viel zu hart geworden, also zu lange im Backofen. Trüben Geschmack, aber keine Abbruch. Sehr lecker, super schnell gemacht. Du kannst reinmachen, was du willst. 8,5 von 10 Christians. Ich würde dem Ganzen hier eine 7,5 von 10 geben. Ich muss sagen, ich mag Wraps lieber, weil die Tacos sind so hart. Aber es schmeckt super gut. 7 von 10 Sternen. Was würdest du geben? 8. Sogar 8? Du hast die Tacos nicht mal so gegessen. Du hast die einfach aufgeklappt, belegt und dann mit Messer und Gabel gegessen. Mit Chips hätte ich das genauso gemacht, mit Nachos. Ja. Also man könnte einfach Nachos dazu essen. Okay. Ja gut. Ich finde es nur lustig, dass du im Gericht 8 Punkte gibst, obwohl du es gar nicht so isst, wie es vorgesehen ist. Nee, ich wollte eigentlich einfach nur mehr Punkte geben als du. Ich schütze dem Ganzen. Boah, mein Schuh verbrennt. Das ist heiß. Ich glaube, ich gebe dem Ganzen tatsächlich eine 8 von 10. Das ist echt lecker. Probier mal. Musst du, glaube ich, so seitlich haben. Wie seitlich haben? Ja, so seitlich. Komm. Wie seitlich? Ja, nicht von oben, von nach unten, sondern seitlich fressen. Ja, so. Jetzt bin ich gespannt. Ich hätte lieber ein Burrito. Ein Burrito? Können wir auch mal gerne machen. 5. Eine 5? Ja, auch für ein Schwein. 8 von 10 sollen sein. Ich werde jetzt weiter essen und ihr könnt es nachkochen und euch mit mir messen. Das war jetzt mein letzter Reim. Haut rein. Und immer schön den Penis reiben. Ich mag das Außenleben nicht. Hey, du magst doch voll gerne Nachos. Ich hasse Nachos. Du frisst mir immer im Kino die Nachos weg mit der Käsesoße. Ja, weil da nichts anderes zu fressen ist.